Herzlich willkommen bei der Vorlesung Grundlagen sozialer Arbeit an der Fachhochschule Potsdam. Heute geht es um einen Überblick zu Theorien, Konzepte, Methoden und zum Verhältnis von Theorie und Praxis in der sozialen Arbeit. Ich komme zuerst zu den Prämissen, dann zu den Dimensionen, also wie verhalten sich Theorien, Konzepte und Methoden, dann drittens zu Theorien und der sozialen Arbeit. Viertens zu Methoden in der sozialen Arbeit. Fünftens zum Verhältnis Theorie-Praxis oder Praxistheorie in der sozialen Arbeit. Es gibt auch ein Beispiel Sozialraumorientierung und zum Schluss die Reflexion des Gehörten. Zu den Prämissen. Theorien, Konzepte, Methoden sind ineinander verwoben. Aus einer Theorie kann ein Konzept und aus einem Konzept kann eine Methode für die Praxis der sozialen Arbeit entwickelt werden. Theorien und Praxis in der sozialen Arbeit polarisierend zu denken, bringt, so meine ich, uns nicht weiter. Vielmehr kann die Theorie Praxishandeln unterstützen, wodurch es argumentierbar und nachvollziehbar wird. Die Praxis wiederum kann zur Theoriemodifizierung beitragen. Zunächst zu den Dimensionen der Grundlagen. Man kann sich mal anschauen, es gibt auf der einen Ebene Theorien, und zwar sehr viele Theorien, Sozialarbeitswissenschaften und alle Bezugswissenschaften, zum Beispiel Pädagogik, Erziehungswissenschaften, Rechtswissenschaften, Philosophie und so weiter, Soziologie und so weiter und so fort. Dann gibt es Konzepte, also theoretisch und empirisch begründete Handlungsmodelle. Sie kennen vielleicht schon die Lebensweltorientierung, die ein Konzept, aber gleichzeitig eine Theorie ist. Dann gibt es Methoden in der sozialen Arbeit, also Methoden als ein planmäßiges Vorgehen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Es gibt eine Methodentriade, dazu komme ich noch, und es gibt Erweiterungen der klassischen Methoden. Mit Methoden meine ich zum Beispiel, um das jetzt schon vorwegzunehmen, zum Beispiel soziale Gruppenarbeit wäre eine Methode, also wenn Sie mit Jugendlichen arbeiten im Kontext der sozialen Gruppenarbeit. Es gibt dann Verfahren, Techniken, Übungen, das sind Teilaspekte von Methoden. Zum Beispiel eine Biografiearbeit im Kontext der sozialen Gruppenarbeit wäre ein Teilaspekt von Methoden. Dann gibt es noch Forschungsmethoden, die klammere ich in diesem Vortrag aus, sind natürlich dennoch sehr wichtig. Wir haben dann noch ein sogenanntes Triple-Mandat, das ist der ethische Kodex der sozialen Arbeit. Das heißt, das Doppelmandat kennen Sie schon im Hinblick auf AdressatInnen der sozialen Arbeit, im Hinblick auf den Staat, die Gesellschaft und die Inhalte des ethischen Kodex wäre sozusagen das Triple-Mandat. Wir kommen in einer eigenen Vorlesung noch zum ethischen Kodex und zur Berufsethik der sozialen Arbeit im Hinblick auf ethische Perspektiven. Die Theorien, die Konzepte und so weiter sind immer orientiert auf die Praxis der sozialen Arbeit als Profession. Ich komme zu den Theorien und der sozialen Arbeit. Man nennt das soziale Arbeit als Disziplin. Hier ein Zitat von Becker-Lenz. Die Disziplin ist die Sphäre der Wissenschaft. Ihre Aufgabe ist die Generierung wissenschaftlichen Wissens und ihr obliegt die Theoriebildung. Die Profession hingegen ist die Sphäre der Berufspraxis. Sie merken also die Differenzierung, die Disziplin ist also die Wissenschaft, wo es um Theoriebildung geht, und die Profession, das ist der Begriff quasi für die Berufspraxis, also die Praxis der sozialen Arbeit. Es gibt verschiedenste Typen von Theorien in Bezug auf die soziale Arbeit und hier hat Heiko Kleve eine sehr schöne Differenzierung gemacht. Er schreibt, dass es Theorien über die soziale Arbeit gibt, die zum Beispiel Gründe liefert der Genese der sozialen Arbeit. Da könnte man Sozialwissenschaften nennen. Es gibt die Theorien in der sozialen Arbeit,
Also alle Bezugswissenschaften wie Pädagogik, wie Psychologie, wie Philosophie, Soziologie und so weiter und so fort. Ganz wichtig, Bezugswissenschaften ist ein Begriff, der keine eigene Theorierichtung benennt, sondern der ein Sammelbegriff ist für Wissenschaften, auf die sich soziale Arbeit bezieht. Es gibt Theorien der sozialen Arbeit, also verschiedene spezifische Theorien, zum Beispiel Sozialraumorientierung. Welche Theorien die soziale Arbeit sonst noch hat, dazu komme ich noch. Zum Beispiel, klassische Theorien wären Theorie des Helfens, die Theorie der sozialen Gerechtigkeit von Alice Salomon, eine sehr zentrale Figur, die zur Professionalisierung der sozialen Arbeit sehr viel beigetragen hat. Es gibt eine klassische Theorie, die nennt sich Lebensweltorientierung von Hans Thiersch beispielsweise. Es gibt eine klassische Theorie Sozialraumorientierung, wo Frank Früchtl sehr vehement mit dabei war, diese zu entwickeln. Also ein systemischer Ansatz, wo wir nicht nur einen Klienten, eine Klientin im Blick haben, sondern quasi den Sozialraum. Es gibt spezifische Theorien, wie zum Beispiel Menschenrechtsprofession, also die soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession. Hier ist Staub-Bernasconi sehr zentral. Oder die soziale Arbeit als Gerechtigkeitstheorie, zum Beispiel Social Justice Theorien. Da habe ich selber viel mitentwickelt mit Lea Karola Czolek gemeinsam. Es gibt Systemtheorien im Kontext der sozialen Arbeit, wo Heiko Kleve sehr viel geschrieben hat. Es gibt die soziale Arbeit als postmoderne Profession, also auch eine eigene Theorierichtung, die sich auf die Postmoderne stützt. Auch hier hat Heiko Kleve sehr viel publiziert. Es gibt Gender-Queer-Theorien im Kontext der sozialen Arbeit. Auch da habe ich mit Lea Karola Czolek gemeinsam viel publiziert. Es gibt postkoloniale Theorien im Kontext der sozialen Arbeit, wo Maria Domar Castro Varela sehr viel geschrieben hat. Es gibt also eine Palette von verschiedensten Theorien. Hier ein Beispiel, die soziale Arbeit als postmoderne Profession. Sie sehen hier auch das Cover des Buches, das Sie einmal gesehen haben sollten, aber das Buch natürlich auch lesen dürfen und sollten. Und hier schreibt Heiko Kleve, die soziale Arbeit ist eine generalistische Profession ohne Eigenschaften. Als Spezialistin für Ambivalenzen und Uneindeutigkeiten entspricht die soziale Arbeit insbesondere den Herausforderungen postmoderner Gesellschaft. Da gibt es die Stichwörter Individualisierung, aber vor allem Pluralisierung und Differenzierung. Das heißt, dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben und soziale Arbeit sich diesen Herausforderungen ja stellt. Ein Beispiel für Theorien, Konzepte, Methode, auch das Verhältnis ist die Sozialraumorientierung. Ich hatte sie schon erwähnt. Hier vielleicht ein Hinweis, ein Videofilm auf YouTube, den Sie sich sehr gerne ansehen können. Ein ganz kurzer Clip, um das Beispiel Sozialraumorientierung auch veranschaulicht zu bekommen. Welche Aufgabe hat nun die Theorie? Einerseits Reflexion, und zwar Reflexion über gesellschaftliche Verhältnisse und Strukturen, über soziale Probleme, über das menschliche Handeln. Andererseits die kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Macht- und Herrschaftsverhältnissen, mit Gesellschaftsverhältnissen. Und sie hat die Aufgabe, die Bildung von Konzeptionen gegen zum Beispiel soziale Ungerechtigkeit und Benachteiligung von Menschen zugunsten von Inklusion und Partizipation von Menschen. Zu den Begriffen Inklusion und Partizipation kommen wir bei einer anderen Vorlesungseinheit noch genauer darauf zu sprechen. Und diese Aufgabe hat die Theorie regional, national, international und global. Der Ausgangspunkt von Theoriebildung, auch das drückt Heiko Kleve sehr schön aus, ich zitiere, die Fähigkeit zu staunen und sich zu wundern ist ohne Zweifel die Voraussetzung für jede Art von Forschung und Wissenschaft.
Und ein anderer Kollege, Herwig Lemp, schreibt, mein Traum wäre es durchaus, dass wir manchmal stöhnen, wenn von Theorie die Rede ist. Und zwar aus Lust an der Theorie und auf die Theorie. Hier kann man eine Anspielung herauslesen, dass es im Kontext der sozialen Arbeit manchmal auch eine Polarisierung gibt zwischen Praxis und Theorie, im Hinblick auch darauf, dass Personen aus der Praxis sagen, ach, Theorien brauchen wir nicht, benötigen wir nicht und umgekehrt natürlich auch. Und er betont das Stöhnen aus Lust an der Theorie und auf die Theorie. Ich komme zu den Methoden in der sozialen Arbeit. Die Methoden, zuerst mal eine Begriffsbestimmung, was Methode überhaupt bedeutet, das kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Methodos, bedeutet einen Weg verfolgen. Es geht also um ein Handlungswissen und darum, wie können die Ziele, die wir in der sozialen Arbeit, in den verschiedenen Arbeitsbereichen haben, wie können diese Ziele erreicht werden? Dazu gibt es verschiedenste Verfahren und Techniken, ich hatte es schon gesagt, als Teilaspekte von Methoden. Und hier geht es immer darum, mit welchen Instrumenten erreichen wir konkret ein Ziel. Noch bei den Begriffsbestimmungen, hier zitiere ich Heiner nach Galuske, methodisches Handeln ist definitionsgemäß zielgerichtetes Handeln. Es folgt bestimmten Prinzipien und vollzieht sich in bestimmten Arbeitsschritten, bei denen Verfahren und Techniken berücksichtigt werden, die nach Ansicht von ExpertInnen am besten geeignet sind, das erstrebte Ziel zu erreichen. Auch hier sehen Sie von Galuske das Buch, das Cover, um das mal gesehen zu haben. Das ist aber allerdings ein klassisches Buch, das heißt, im Verlauf Ihres Studiums werden Sie das ganz bestimmt durchlesen. Methodisches Strukturieren, hier ein Zitat von Thiersch, meint das Wissen um Phasen des Arbeits-, Verständigungs- und Unterstützungsprozesses in den Aufgaben und um Möglichkeiten der Rückkopplung von Ziel, Einlösung und Prüfung im Prozess. Also Sie merken, methodisches Handeln, methodisches Strukturieren ist kein Handeln in der sozialen Arbeit aus dem Bauch heraus, sondern hat immer bestimmte Phasen, bestimmte Prozesse. Wir schauen uns mal eine Grafik an, die Sie bei Michael Galuske in diesem Buch finden. Er hat nämlich die klassische Triade von Methoden, wie sie lange, lange Jahre in der sozialen Arbeit vorhanden waren, erweitert. Die klassische Triade war soziale Einzelhilfe, soziale Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit. Galuske hat Handlungskonzepte und Methode in der sozialen Arbeit beschrieben und Sie sehen eine Fülle von Methoden, wie wir sie heute in der sozialen Arbeit haben. Galuske differenziert zwischen direkt interventionsbezogene Konzepte und Methoden und hier nochmal eine Differenzierung zwischen Einzelfall- und primär gruppenbezogene Methoden und gruppen- und sozialraumbezogene Methoden. Bei den Einzelfallmethoden ist so zum Beispiel die soziale Einzelfallhilfe, die sozialpädagogische Beratung, klientenzentrierte Beratung, multiperspektivische Fallarbeit, Case Management, Mediation und so weiter und so fort. Bei den gruppen- und sozialraumbezogenen Methoden, ich hatte es schon erwähnt, zum Beispiel die soziale Gruppenarbeit oder die Gemeinwesenarbeit oder die Erlebnispädagogik, die themenzentrierte Interaktion und so weiter und so fort. Also eine Fülle von Methoden unter der Rubrik direkt interventionsbezogene Konzepte und Methoden, die Sie auch im Verlauf Ihres Studiums noch näher kennenlernen werden und sich vertiefen werden und eben auch einige dieser Methoden erproben werden. Bei der indirekt interventionsbezogenen Methode nennt Galuske die Supervision oder auch die Selbstevaluation. Auch die Supervision werden Sie im Verlauf Ihres Studiums genau kennenlernen.
Also quasi eine Methode, die sie in ihrer Praxis der sozialen Arbeit unterstützt. Dann differenziert Galuske noch die struktur- und organisationsbezogenen Methode, zum Beispiel Sozialmanagement, zum Beispiel Jugendhilfeplanung. Auch diese sind Methoden, die Sie im Verlauf des Studiums noch genauer kennenlernen werden. Ein Beispiel greife ich hier heraus mit einem Hinweis, die Mediation als Methode in der sozialen Arbeit. Die greife ich natürlich deshalb heraus, weil ein Teil meiner Professur auch der Schwerpunkt Mediation ist. Und hier verweise ich auf zwei Mediationsfilme, die 17 Studierende der Fachhochschule Potsdam, also unseres Fachbereiches, Fachbereich Sozial- und Bildungswissenschaften, entwickelt haben und hergestellt haben in einem lehrenden Projekt, und zwar ein Video zur klassischen Mediation und ein Video zur diversity-orientierten Mediation, der Fall Sahid und die Machlokecce Mediation. Das ist eine Mediationsform, die ich mit Lea Carola Czolle gemeinsam entwickelt habe. Das heißt, wenn Sie sich so ein bisschen vertiefen möchten in die Mediation als Methode in der sozialen Arbeit, so können Sie gerne diese zwei Videos ansehen. Es gibt bei Galuske Methoden, die nicht erwähnt werden, also weitere Methoden. Einige davon nenne ich hier in Bezug auf die direkt interventionsbezogene Methode und da die Rubrik Gruppen- und Sozialraumorientierte Methode, die kritische Bildungsarbeit, die Antidiskriminierungsarbeit, die gendergerechte soziale Arbeit und die diversitygerechte soziale Arbeit. Auch hier gibt es jeweils spezifische Methoden, wobei wir in Bezug auf Diversity und Gender noch genauer auf Methoden zu sprechen kommen werden, in jeweils einem eigenen Vortrag und in unserer Vorlesung. Bei den indirekt interventionsbezogenen Methoden gibt es zum Beispiel die kollegiale Beratung oder im Kontext der Ethik, und darauf kommen wir auch noch eigens zu sprechen, das sogenannte Ethical Reasoning, also ein ethisch begründetes Entscheiden und Handeln mit dem Ethikkodex der sozialen Arbeit als Referenzrahmen. Wie gesagt, dazu kommen wir in einem eigenen Vortrag noch dazu. In Bezug auf die struktur- und organisationsbezogenen Methoden gibt es zum Beispiel das Gender Mainstreaming, die interkulturelle Öffnung oder dieses Managing Diversity. In Bezug auf Diversity werden Sie das noch näher erfahren. Ein Beispiel für methodisches Handeln und Ansätze in Bezug auf kritische Reflexionen bietet Uta Walter, Grundkurs methodisches Handeln in der sozialen Arbeit, wie Sie hier am Cover sehen können. Und da geht es um die Durchführung von Methoden in der sozialen Arbeit, die immer wieder eine kritische Reflexion erfordern. Also immer wieder fragen, was ist da abgelaufen? Was habe ich oder andere getan, gesagt, gedacht, gefühlt? Worauf habe ich oder andere reagiert oder worauf eben nicht? Was wollte, will ich oder andere erreichen im Kontext der sozialen Arbeit? Also eine kritische Reflexion von Methoden, die wir anwenden, die wir auswählen, die wir anwenden und die wir durchführen. Ich komme zum vierten Punkt, Theorie und Praxisverhältnis. Die Aufgaben der Theorien für die Praxis der sozialen Arbeit. Also welche Aufgaben hat die Theorie jetzt für die Praxis der sozialen Arbeit? Ich würde sagen, die Theorien sind Werkzeuge oder Instrumente für sozialarbeiterisches Handeln. Sie sind Reflexions- und Argumentationsunterstützungen des sozialarbeiterischen Handelns. Das bedeutet, ich handle in der Profession, in der professionellen sozialen Arbeit nicht nur aus dem Bauch heraus oder aus einem Gefühl heraus, sondern habe im Hintergrund immer Theorien, die mein Handeln argumentierbar machen. Theorien bieten auch eine gesellschaftliche Legitimation sozialarbeiterischen Handelns. Das heißt, wenn ich nicht nur aus dem Bauch heraus handle, sondern es auch argumentieren kann, dann ist es auch, ermöglicht das auch,
sozusagen eine Legitimation, eine gesellschaftliche Legitimation dessen, was wir in der sozialen Arbeit, in den verschiedenen Arbeitsbereichen der sozialen Arbeit tun. Zu den vielfältigen Arbeitsbereichen haben Sie auch Unterlagen in unserer Lernplattform, wie viele Arbeitsbereiche denn es eigentlich in der sozialen Arbeit gibt. Handlungsmethoden sind immer auch Methoden, die in der Praxis der sozialen Arbeit angewendet werden können. Wenn man sich das Theorie-Praxis-Verhältnis im Groben ansieht, dann gibt es so verschiedenste Dynamiken. Das heißt, es geht um eine Theoriebildung im Kontext der sozialen Arbeit, im Hinblick der verschiedenen Theorierichtungen. Aus diesen Theorien könnten Konzepte entstehen und sind ganz viele Konzepte entstanden. Daraus könnten Methoden und können Methoden für die Praxis der sozialen Arbeit gebildet werden. Diese werden aufgegriffen in der Praxis der sozialen Arbeit, die wiederum selbst aber auch dazu beiträgt, Theorien zu modifizieren. Das heißt, wenn ich Theorien bilde im Kontext der sozialen Arbeit, dann ist es auch immer ganz wichtig, den Blick auf die Praxis zu haben, auch in der Praxis zu sein, um zu schauen, was bringt die Theorie eigentlich der Praxis oder muss ich die Theorie auch modifizieren. Letztlich steht als Ziel immer ein Erkenntnisgewinn, der sowohl der Theoriebildung etwas bringt, als auch der Praxis der sozialen Arbeit. Ja, wir machen hier mal einen Stopp und schauen uns die Punkte an oder mögliche Fragen, Reflexionen des Gehörten. Da wäre zu überlegen, dass Sie drei Typen von Theorien nennen, die in Bezug auf die soziale Arbeit von Heiko Kleve genannt werden und beschreiben, welche Aufgaben die Theorie für die Praxis der sozialen Arbeit haben kann. Das zweite wäre, wie werden Methoden nach Galuske eingeteilt und wie wird methodisches Handeln und methodisches Strukturieren definiert. Hier auch ganz wichtig die Beschreibung und dann gleichzeitig zum Beispiel die Argumentation, inwiefern ist die eine Methode, Sie könnten sich eine auswählen, tatsächlich für die Praxis der sozialen Arbeit relevant. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auch zu diesem Vortrag finden Sie selbstverständlich Literatur, klassische Literatur, genauso wie Literatur, die spezifischer ist. Sie können versichert sein, dass im Kontext der Frage Theorie, Methoden, Praxisverhältnis, Theorie-Praxisverhältnis es ganz, ganz, ganz viel Literatur gibt. Also hier sind nur einige wenige genannt. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Vorlesung.